Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Leute, die Nacht ist fast rum. Ich habe in der Nacht knapp 3000 Holz gemacht. Ihr seht, ich habe hier mal die Fläche um uns herum von den Bäumen befreit. Ich wollte jetzt noch ein paar Pfeile machen, weil wir haben das Holz näher. Bevor wir losziehen, ansonsten habe ich hier die Forge angeschmissen, dass alles ausgebrannt wird, weil wir werden die Forge direkt mitnehmen. That's the plan. Also, wir werden jetzt hier hingehen. Hier. Auf diesen kleinen Berg. Ich hoffe, es ist nur ein kleiner Berg. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns angucken. Das wäre auf jeden Fall der Plan. Wenn das irgendwie eine Kackhütte ist, irgendwie so ein verbranntes Haus oder so, dann werde ich hier irgendwo in der Nähe was hinzimmern. Na, wo wir wohnen werden. Genau. Aber das ist schön zentral gelegen. Und zwischen den drei Städten zum späteren Bauplatz hier, was ich so plane, ist das auch nicht weit. Und von daher werde ich da jetzt hinziehen. Und wir werden das dann hier später in die Horde mit einbauen. Gut, ansonsten habe ich gerade geguckt. Mir fehlen noch drei Hefte für Essen. Um Bacon and Eggs zu machen. Deswegen habe ich hier schon eins angeworfen gerade mit unseren letzten Dingern, die wir hatten. Auch den Forschungstisch nehme ich direkt mit. Wir werden auch einen Campfire ja gleich mitnehmen, wenn das hier fertig ist. Genau, genau, so ist der Plan. So, wir nehmen die Forge mit. Ja, ich werde auf jeden Fall dahin ziehen, weil, sind wir ehrlich, eine Plattformgeschichte ist eines Sargos nicht würdig in 7 Days. Na, von daher werden wir das hier als Notdingen für die Horde nutzen. Gut, Holzen kann ich natürlich hier lassen, die Hälfte auf jeden Fall. Wir werden natürlich hier irgendwie was hinzimmern. Dann noch Richtung Horde. Aber erstmal geht es jetzt darum, dass wir eine Butze klar machen. Also von daher nehme ich schon mal die wichtigsten Sachen mit rüber. Cobblestonis lasse ich auch mal hier. Weil Hornbase wird natürlich Vorrang haben. Wie gesagt, idealerweise ist da drüben eine Butze, die fertig ist, die wir nutzen können. Das wäre der Idealfall. So. Bup, 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 bup. Das können wir auch noch mitnehmen. Das kann ich erstmal hier lassen. Wie gesagt, wenn eh die Horde kommt, den nehmen wir mit. Vielleicht finden wir unterwegs ein Fahrrad. Das wäre natürlich das Geilste. Baublöcke lasse ich mal hier. Das können wir verkaufen. Das nicht. Das auch nicht. Machete, weiß ich nicht. Ja, obwohl wir kein Geld brauchen. Komm, ich nehme es erstmal mit. Benzin nehme ich auch schon mal mit. Und hier nehmen wir einen Cooking Pot mit und einen Grill. 21 Fleischen habe ich noch, die nehme ich auch schon mal mit. Die Eier nehme ich schon mal mit. Penny sollte stacken. Vitamine nehme ich mit. Und dann sind wir ja eigentlich schon fast voll. Beziehungsweise sind schon voll. Aber ernsthaft können wir das halt auch scrappen. Das Stack, das kann ich wieder einbrennen, alles ist gut. Dann nehme ich nämlich noch die 2 Honig mit. Und Gummel Sandwich. So, wie sieht's aus? 89 Essen. Ich habe hier den Maiskolben. Ne? Also übrigens, das war nur ein Anzeigefehler hier. Ne? Mit die minus 5. Der hat trotzdem die 25 abgezogen. Es ist halt nochmal ein extra Wert bei bestimmten Items. Ganz wild. Warum auch immer. Fragt mich nicht. Gut. Wir ziehen los in ganz großen Schritten. Trinken aber vorher noch ein Schlückchen. Beziehungsweise eher zwei.
Wenn ich das so sehe, komm, ich mache erst den leer. So, dann hätten wir sogar noch einen Slotty frei. Jetzt wir noch irgendwie unterwegs was finden. Und wir wollen dorthin. Das sind 700 Meter, ist so easy peasy. Joa. Drückt mal die Daumen, dass da was Geiles steht. Das grab ich. Paper können wir brauchen. Ja, ich sehe die Hundebox da auch. Und sowas können wir doch schon mal mitnehmen. Vera-Samen nehme ich auch mit. Ja, ansonsten bin ich super zufrieden mit dem Start. Abgesehen von dem Tag, den wir verschwendet haben mit diesem Plattformbau da. Aber am Ende des Tages hat es halt dazu geführt, dass ich meinen Arsch bewegt habe und wir aufgeklärt haben und da hinten schon mal unseren Bauplatz gefunden haben für die Zukunft. Und wir jetzt halt auf dem Weg sind da hinten hin. Wir werden sehen, dass alles so seinen Zweck erfüllt oder nicht. Ja, mein Gott. Ich weiß auch nicht, was mich da wirklich geritten hat mit dieser Plattform. Ich hatte halt im Kopf so, nachdem ich da erst eskaliert bin, dachte ich mir so, komm, machst du jetzt was, was du immer überall jederzeit hinbauen kannst. So, so, wo lacht der Bär hier rum, Alter? Hier nicht, da hinten. Und dann ist da so ein Gehirnfurz bei rausgekommen. Ich meine, klar, für den einen oder anderen, der Neuling ist, ja, das reicht vollkommen aus. Ihr könnt euch einfach so eine Plattform bauen, ne? Aber ist natürlich nichts, was irgendwie für mich jetzt hier Maßstab ist. Ne? Und von daher. So, lass mich mal überlegen, war der Bär hier vorne oder war das da hinten, wo die drei Hütten waren, oder? Machen wir nicht so, Alter. Oh, geil. Doch gut, Alter. Ich wollte nur mal schauen, was hier abgeht. Junge, Alter. Alten Scheißviecher. Muss ich natürlich für die Feder mitnehmen, die Viecher. Wenn ich jetzt maßlos überladen bin. So, Mutti, was mit dir? Und dir? Oh, oh, oh. Hier geht das steil runter. Junge, das ist ja wieder ein Einstand in die Folge hier. Leck meine Füße, ey. Wollte nur mal gucken, das sah so interessant aus hier mit dem Türmchen. Da steht ein Cooking Pot. Ich krieg die Tür nicht zu, Alter. Dein Ernst? Muni ist gleich wieder oben, ey. Ich bin maßlos überladen. Alter, wo kommst du denn jetzt her? Hä? Okay, ich bin erstmal weg, ey. Okay, wilde Nummer hier, das Ding. Hätte man zum Start eigentlich auch erstmal nehmen können. Besser als den Bums, den ich da selber hingezimmert habe. Hätte vollkommen ausgereicht zum Start hier, das Ding. Nice, also, Leute. Ihr habt noch was gelernt, ich habe noch was gelernt. Cooking Pot hier an diesem Dingen findet ihr im Cooking Pot. Müsst ihr euch zwar mit zwei Geiern anlegen, aber gut. It is what it is. So, jetzt Daumen drücken, dass da oben vernünftiges Gebäude steht.
Werde auch direkt schon mal eine Kiste machen, dass wir uns direkt gleich wegpacken können hier. Ich sag mal so, solange es kein verbranntes Gebäude ist, irgendein Gebäude, wir können es ein bisschen umbauen, alles ist tutti. Ja? Zum Wohnen. So, auf so einen kleinen Hügel drauf hier, finde ich gar nicht. Finde ich gar nicht so schlecht. Okay, das ist natürlich eine wilde Nummer hier. Das ist natürlich eine wilde Nummer. Da wäre schon Kriecher. Ja, ist okay, ey. Ist okay für den Start. Wenn man da ein paar Spikes drum, dann ist alles gut. Gucken wir mal, dass wir das ein bisschen umgebaut kriegen. Ja. Das ist schon okay. Der Junge, nervt doch nicht rum, ey. Ist auf jeden Fall ein kleines Lager hier, ist okay. Mit einem schönen Aufgang hier. Das fühle ich. Junge, wie lange er jetzt im Bruch, um den Klapp zu wechseln, das ist auch wild. Aufstehen. Da hinten kommt noch so ein Quieker. Alte Bitch, lauf doch mal verkackt noch mal gerade, ey. Meine Güte. Deswegen bin ich kein Bogenmann, Alter. Junge, Junge, ey. Zieht den Turbogang rein und läuft wie ein echt? Guck mal, er schon. Komm einfach her, ey. So. Rein hier. Haben wir es jetzt, oder was? Frage, ob hier noch irgendwo ein Doggy ist, ey. Das hört sich eher nach draußen an. Barney, Alter. Mach mal nicht so, ne? Musst du gar nicht schnell werden. So, haben wir Dingens mit? Natürlich nicht, ist aber nicht schlimm. Sleeping Bag. Und gleich ein Gebietsschutzblock mit hingezimmert. Also von der Lage her fühle ich das Gebäude hier schon mal 100 Pro. Auch das fühle ich hier, das ist gut. Da können wir uns hier hinter noch einen kleinen Sicherheitsbereich machen. Und hier drinnen müssen wir mal gucken. Na, da müssen wir gleich erstmal aufräumen hier. Da können wir schon was zaubern, denke ich.
Wenn ich die Dinger hier sogar nutze, was wir natürlich tun können, wenn ich die schön freiräume komplett. Die Wohnwagen. Dann ist das sogar schon ziemlich cool. Das könnten wir ja sogar aufwerten hier alles, wenn wir wollen. Ja, ich muss schon mal durch den Bums hier eben. Wie gesagt, die räume ich komplett leer, die Wohnwagen, ne? Ein Essensheft, nice, dann fehlt nur noch eins. Vielleicht so Sitzecke oder so lasse ich vielleicht drinnen, müssen wir mal gucken. Aber ansonsten... geil. Eier mit Speck ist am Stiesel. Das heißt, ich brauche Viecherse. Genau, auch hier können wir das lassen. Nehmen nur das hier weg. Das sieht ja schon ganz cool aus. Auch hier, die Sachen sind ja heile. Oh, die Mikro ist dann durch, ne? Wenn man sie gelootet hat, genau. Ja, das geht schon. Das geht schon, Leute. Da können wir schön was rauszaubern hier aus dem Bums. Noch ein Cooking Pot. Nice. Guck mal, das ist auch sogar ein Wohnwagen. Ist ja geil. Ist schon cool, ne? So vom Style her, von der Aufmachung her, ist schon geil. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kann ich auf jeden Fall mit dem hier. Ja, das können wir später alles wegnehmen hier. Direkt erstmal Ordnung machen hier. Erstmal die wichtigen Sachen. So, komme ich da von hier hinter oder? Wahrscheinlich da durch diesen abgeschlossenen Wohnwagengedöns. Ja, das ist auch ganz cool, das können wir auch nutzen. Sehen wir uns einfach ausbuddeln und da Blöcke reinsetzen. Gut, gut, super gut. Alles super gut, gut. So, dann haben wir doch hier erstmal freigeräumt. Und das sieht doch sehr gut aus. Das ist ausbaufähig. Ja, ich wollte gerade sagen, wir bauen uns ein Weg nach oben. Weil wir können ja hier über die Wohnwagen gehen. Aber da muss ja eigentlich irgendwo ein Weg sein. Ne? Weil von da aus kommen wir ja auch in den Turm rein. Ey, müssen wir halt gucken, jetzt kann natürlich hier noch was drin sein in dem Wohnwagen. Viechertechnisch. Ach, hier war die Leiter, ne? Genau. Ja, hat was, hat was. Ja, den Zaun werde ich dann wahrscheinlich hier ganz komplett wegnehmen.
Mal schauen. Müssen wir mal schauen. Hab ich doch gewusst, dass da wer drin ist. Mach doch nicht die Fensterscheiben kaputt, du Horst, ey. Meine Fresse. Schluck, Alter. Komm doch einfach mal da raus, ey. Kannst ja nicht, weil der Schrank dein Weg ist, oder was? Meine Güte, ey. Was ein Idiot, ey. Junge, raffst du es nicht oder was ist dein scheiß Problem? Hier ist eine offene Tür, Alter. Alter, wie hohl musst du als Zombie denn bitte sein, Junge? Kannst du mir das mal verraten? Und dann hier rumbacken, ne? Den schönen Wagen kaputt hier. Frech. Einfach frech, Leute. Der ist auch kaputt. Können wir auch looten. Looten, bis wir bluten. Joa, joa, joa. Baby! Läuft ja wieder! Direkt eine Pistole am Stissel. Ja, easy, Alter. Geil. Was geht hier auf? Jo. Snack mal direkt rein, ey. Snack mal direkt rein, ne? Alter, was ist das denn, ey? Das nenne ich ja mal eine Kiste, ey. Gut, ich stelle jetzt erstmal hier eine bei. So. Jetzt brauchen wir natürlich. Legen wir den Schlafsack erstmal. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn gehört. Bist du nicht ganz richtig in der Birne, Alter? Und wie konnte der Fall jetzt wieder bitte durch seinen Schädel fliegen, Alter? Frech. Einfach frech, ne? Aber auch der Blick hier ist ganz geil, oder? Und die, wir können ja hier auch noch anbauen, ey. Also ich bin erstmal zufrieden, muss ich sagen. Ist okay. Jetzt muss ich natürlich mal gucken hier. Landclaim, der passt gerade so rein, wenn ich ihn genau mittig setze. Das ist ja wild. Dun, 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 dun. Zack, versteckt. Schlafsack auch noch hingeballert.
Ja, hier können wir natürlich dann in der Nacht loslegen. Überlege ich gerade, ob ich die Forge vielleicht schon mal hinstelle. Neun Millimeter habe ich natürlich jetzt drüben. Die müsste ich erstmal holen für die Pistole. Das können wir nur einlegen. Ich kann aber schon mal ein Campfire bauen. Dann können wir nämlich schon mal Wasser abkochen, beziehungsweise Tee kochen. Das macht Sinn auf jeden Fall. Da reicht, wenn wir eins mit haben jeweils. So. Jetzt habe ich natürlich die ganzen Steine weggepackt. Juti, 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 lass uns mal luschern. Also wie gesagt, den Zaun nehme ich natürlich weg hier, ne? Früher oder später, dass wir hier noch ein bisschen mehr Platz haben. Lass uns mal gucken, wo wir jetzt eben schnell am schnellsten hier was wegkriegen. Hier würde ich das Bett wegkriegen. Könnt die Forge da reinstellen. Ja, machen wir auch. Kriegen wir natürlich jetzt keine Federn raus, aber drauf gehört. Pupst! Zack. Sehr geil. Dann haben wir hier so Rager, hier zwei kleine Slotties. Obwohl, die Wand werde ich dann noch wegnehmen. Dann machen wir hier komplette Kisten hin oder so. Müssen wir mal schauen. Aber dann können wir hier auf jeden Fall schon mal die Forgy anwerfen. This one. Bolzen brauchen wir. Ich muss Spikes ballern, ne? Wir müssen auf jeden Fall eine Reihe Spikies hier drum stellen. Zumindest schon mal idealerweise an einer Seite. Zack. Ja, dann machen wir hier den Forge raus. Forge-Raum mit Werkbank und so was. Überlege halt, ob ich dann die Küche hier auch mit reinmache. Dahin. Mal gucken. Wenn da eine Lampe draufsteht. Ist das die Lampe, die wir weghauen? Ich hoffe. Okay. Ich da doch auch Kämpfer ja hin, oder? Geil. Ja, wahrscheinlich stehen die wieder verkehrt rum. Sicher. Aber, sage ich euch, wie es ist, ist mir gerade erstmal egal. Gut. Eisen drin, Clay drin, dit drin. Dann burnt das schon mal ein. Hier muss ich mal eben ein bisschen Tee draußen machen gehen. Lassen wir hier schon mal ein bisschen Holz da und das da. Und Sicherheit geht vor. Okay, zack. Ja. So. Also, ne? Schitte! Schitte, Brigitte! Sind sogar zwei, ey. Ja, das ist wegen den Pfosten, aber ich kriege hier auf jeden Fall. Das so hin. Ist doch schon mal ordentlich.
Das ist schon mal ordentlich, du. Dann ist der Eingang schon mal safe hier. Das heißt safe, aber da haben wir hier schon mal ein paar Spikes stehen. Gucken wir uns jetzt gleich noch innen an, wenn wir einmal hochgehen, wie das ausschaut. Und langfristig ist natürlich dann das Ziel hier eine Reihe Spikies drum zu kriegen. Eben genau sowas. Aber das Schöne ist, wir sind hier echt safe, Alter. Das ist echt geil. Auch hier dieser kleine. Hier dieser kleine Dingens. Wie gesagt, was wir noch nutzen können sogar. Ja, ich sehe hier schon gute Baumöglichkeiten erstmal. Bauen uns hier ein gutes Camp hin. Da noch was. Aber wir können uns ja auch hier unterirdisch zupp. Können wir uns noch hier irgendwie, dass wir hier vielleicht noch einen Turm hinzimmern. Hier so. Oder da oben. Ja, fühl dich. Ist okay, ey. Ist okay. Können wir mitarbeiten. Ja, ist natürlich jetzt hier außen, ne? Ihr seht's ja, es ist nicht ganz dran, ne, mit den Spikies. Ist aber kein Problem. Dafür haben wir dann innen eine gute Kante. Und wie gesagt, hier gucke ich mal, aber ich will diesen Vorbau eigentlich nicht wegnehmen. Aber ich kann natürlich hier noch eine zweite Tür hinmachen schon mal. Je nachdem, wie rum die eingebaut ist. Wir gucken mal. Door. Gibt es bei der normalen Tür auch eine Doppeltür oder was? Zeig ich mal hier, du. Ja, okay. Ja, ist jetzt nicht so geil, ne? Das heißt, die Tür geht nach außen auf, ja. Nee, dann lasse ich das wahrscheinlich. Muss ich mal gucken. Dann will ich wahrscheinlich innen noch eine zweite Tür reinsetzen. So, ich muss aber ein bisschen die Tageszeit im Auge behalten. Wanderhorde oder was? Gib mir doch den Grashalm da drunter. Aber noch, da hätte ich es nur gedacht. Gar nicht schlecht, ne? Wie gesagt, immer mitnehmen. Gib Loot, Loot tut gut. Wenn wir hier mal ein paar Spikes aimen. Ja, hol mal diese Pfeifen hier noch ab. Servus. Hi. Hallochen, Püppüchen. Könnt ihr mal hier hinkommen? Keine Zeit, euch jetzt einzeln wegzuknallen. Sehr schön. Weiter geht's. Immer kommen sie ran. Kommen sie rein. Ja, später hauen wir die natürlich weg. Ne, ist natürlich alles XP, was uns flöten geht. Und hier hinten sind auch noch welche, aber ich glaube mehr wie zwei Lootsäcke kriegen wir eh nicht, oder? Aber ich guck mal. Weil die müssen da natürlich eh nicht hier. Die bleiben dann hier stehen und pimmeln hier rum ewig. Von daher machen wir die auf jeden Fall mal eben weg.
Nur, ich hab dich gehört. Ist dir klar, oder? Bleib doch. Ah, ist ja der dritte Lootsack. Ach, guck mal, das hat sich ja schon richtig gelohnt. Alter. Was ist, warum ist er denn so OP, ey? Ja, deswegen, ne? Wanderhörtchen immer mitnehmen, Leute. So, kann ich die jetzt aufnehmen? Immer noch nicht, ne? Ich muss sie hier weghaken, die stört mich. Gut, das ist unsere Butze erstmal, ne? Wie gesagt, es geht dann darum, noch alles freie Spikies drum zu kriegen. Wissen wir aber auch nicht unbedingt. Ja, wir gucken uns den Bums jetzt nochmal von innen an. Ist dann eine etwas längere Folge. Ist ja nichts Neues bei mir. Dann steht nämlich noch eine Mutti rum. Siehst du, die hat auch überlebt. Amorid up. Nehmen wir auch immer mit, gerne. Ja, ihr seht, ist natürlich ein bisschen Schitte, ne? Machst du die schönen Wege kaputt, wenn du hier das so reinsetzt. Nochmal am Moll, aber ich habe doch gar keine Punkte in Rüstung reingemacht. Ey. Naja, gut, dann ist es so. Aber ihr seht, wir können Rüstung dann mal upgraden. Brauchen wir mal Klebeband für Stufe 6. Gut, dann lass uns mal gucken, wie der Bums hier von oben ausschaut. Ach, guck mal, da ist sogar noch einer. Ein Fleischer, Junge. Junge, gut, dass wir da mal nachgeguckt haben. Komm runter, ohne was kaputt zu machen, du Birne, Alter. Naja, vor Dicken bin ich am Anfang immer ein bisschen vorsichtig, Leute. Oh, mal nicht übertreiben, ey. Mein Gott. Ey, der Bogen ist aber auch sowas von kacke ungenau, ne? Komm ran jetzt hier. Mein Gott. So. Haben wir es jetzt ja endlich, oder was? Okay, ist auf jeden Fall schon mal eine gute Grundlage hier. Kann man drauf aufbauen. Wenn er mir das da nicht kaputt haut, der Spacken. Junge, Alter, bist du hohl im Scheißkopf, Alter. Ja, so ist noch besser. Wild. Wild, wild, wild. Nee, wie gesagt, das ist schon ganz cool, ey. Hier mit dem Turm, das ist eine gute Grundlage. Wir könnten hier noch ein Türmchen hinbauen. Hier noch einen Übergang bauen, einen Übergang darüber, dass wir hier wirklich oben drumherum kommen. Dass wir hier auch runterschießen könnten. Müssen wir mal gucken. Können wir mit Gitterchen machen. Die Wände halten wahrscheinlich nicht viel aus hier. Ja. Aber gut, da gucken wir mal in der nächsten Folge nach. Leute, in diesem Sinne, ne? Wie immer, ihr kennt das Spielchen. Lasst gerne einen Daumen da, gerne einen Kommentar. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und in diesem Sinne, haut rein. Bis dann. Tschüssi!